So, jetzt sind wir auch tontechnisch da, denke ich. Erstmal wieder herzlich willkommen. Die letzte Probe, bevor das nächste Woche losgeht. Ich habe das jetzt hier unten schon eingeblendet. Da ist es mir eingeblendet. Natürlich geht die Lehrveranstaltung, Schrägstrich Seminar, Schrägstrich Vorlesung, wie immer Sie das nennen möchten, mit der nächsten Woche los. Wir haben gesagt, wir orientieren uns an den Semesterzeiten. Semesterbeginn ist für die meisten Bundesländer, glaube ich, diese Woche, aber beginnt mit dem sogenannten Vorsemester und der eigentliche Vorlesungsbetrieb, der reguläre Betrieb, dürfte in den meisten Bundesländern in der nächsten Woche beginnen. Und weil eine entscheidende Zielgruppe für uns eben die Studenten sind, die wir gerne erreichen möchten und oder Studierenden sind, die wir erreichen möchten, haben wir gesagt, wir orientieren uns an dieser Semesterform. Das ist eine Lehrveranstaltung in Semesterform. Das heißt, wir beginnen mit 15 Wochen im Wintersemester und setzen dann mit den 15 Wochen im Sommersemester fort und bieten damit tatsächlich eine in sich geschlossene Veranstaltung an, um von den Grundlagen her C und C++ im Speziellen, aber natürlich Programmieren zu lernen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wir wollen, dass die Grundlagen in der Programmierung einfach vertieft werden und dass jeder die Möglichkeit hat, kostenlos daran teilzunehmen. Wir wissen, dass in vielen Bundesländern Studenten ohnehin schon Studiengebühren bezahlen müssen. Wissen sollte eigentlich kostenlos sein und kein Privileg sein. Schüler und Schülerinnen der höheren Altersklassen in der Schule haben mit dem Taschengeld sicherlich auch nicht viel Geld zur Verfügung. Und Berufstätigen geht das gar nicht so viel anders. Die hätten vielleicht das Geld und dann ist oft die Zeit das Problem. Aber wenn das Verständnis der Arbeitgeber nicht da ist, Qualifikationen durchzuführen und entsprechend zu vertiefen, sondern dass man das Wissen, das bisherige Wissen, was die Leute mitgebracht haben aus ihrer Ausbildung, nur noch nutzt und repliziert, dann muss man auch da nicht viel erwarten. Und insofern haben wir die Zielgruppe ja sehr breit gefächert und haben gesagt, wir möchten die Studierenden ansprechen, wir möchten die Lernenden, die an der Schule sind, ansprechen, insbesondere natürlich der höheren Abiturjahrgänge, wenn dann wirklich auch Informatikunterricht mit im Spiel ist und die sich dafür interessieren, zu programmieren und programmieren zu lernen. Und natürlich möchten wir auch alle ansprechen, die in der Weiterbildung davor stehen, die vielleicht autodidaktisch programmieren gelernt haben, ohne die entsprechenden Vorlesungen, weil sie eben nicht Informatik studiert haben, sondern vielleicht Maschinenbau oder Anlagenbau oder vieles andere oder eben sogar über die IT als Quereinsteiger gekommen sind. Und vielleicht Bankkauffrau, Versicherungskauffrau oder ja, Kaufmann gewesen sind und dann systematisch in die Programmierung reingekommen sind. Und dass wir jetzt sagen, okay, wir schließen dieses Angebot einfach nochmal komplett ab und sagen, natürlich auch für jeden, der arbeitet und der einfach nochmal Grundlagen lernen möchte, ist dieses Angebot auch gedacht. Und für mich eine ganz große Erfahrung, ich bin ja jetzt in der Vorbereitung seit einigen Wochen, war das auch wieder in die Vergangenheit zu tauchen und viele Dinge, die man selbstverständlich anwendet, auch nochmal wieder zu erschließen. Und es ist ja ein Unterschied, ob man Dinge weiß, dass sie einfach funktionieren oder ob man sie erklären kann. Das Erklären ist ja viel schwieriger. Und insofern war das für mich eine Odyssee in die Vergangenheit mit vielen positiven Erinnerungen, negativen Erinnerungen, Namen, die auch wieder aufgetaucht sind, die meine Entwicklung geprägt haben. Sei das mein Informatikprofessor Gerhard und Dr. Hartmann, der spätere Professor Hartmann in Stralsund, auf der Informatikseite oder im Professor Mees, der in der Numerik in Rostock Vorlesungen gehalten hatte, das gerade in dem Wendejahr eben auch über den Tellerrand hinaus, weit über den Tellerrand hinaus gesehen hat. Aber auch was die Numerik betrifft, damals gesagt hat, ich kann mich da auch noch daran erinnern, dass wir als junge Generation gefordert sind, Algorithmen, die über viele hundert Jahre entwickelt wurden, über 1000 Jahre entwickelt wurden, zu parallelisieren, weil die neue Computerwelt eben parallel sein wird. Da sind wir heute noch nicht am Ende angekommen. Auch heute tun sich Entwickler noch sehr schwer, parallele Algorithmen zu erkennen und zu entwerfen.
Und das Algorithmieren, das Finden von Lösungen, natürlich in der Ausbildung als Mathematiker, als Numeriker auch mitgelegen hat und dann in die Informatik gekommen ist. Und ich denke gerade, dass dieses Fehlen der Grundlagenausbildung in vielen Belangen eines der Probleme ist, mit denen wir heute zu kämpfen haben. Ich beschäftige mich eigentlich schon wirklich ganz lange mit dieser Thematik und habe auch in vielen Diskussionen ja, Stellung bezogen dazu, dass eben wir uns viel intensiver um den Nachwuchs an bestimmten Stellen kümmern müssen. Ich habe auch einen neuen Blog dazu geschrieben gestern und habe den bei mir auf die Firmenseite gesetzt über diese Vorlesung Grundlagen der Programmierung mit C und C++ und warum ich das eigentlich mache und wieso wir das in dieser Größenordnung anlehnen, wo ich auch nochmal alte Zitate mit erwähnt habe. Wir werden auch in der Vorlesung am Anfang nochmal darauf eingehen, wie wichtig Qualifikationen oder Grundlagen in der Qualifikation sind. Das Fundament, auf dem alles steht. Und wenn das Fundament zu schmal, zu klein ist und wir bauen das Gebäude zu groß darauf, dann wissen wir in der Physik alle, das wird nicht funktionieren. Das Haus bricht zusammen, das Fundament reißt. In der IT, wo nur mit Modellen gearbeitet wird, dann funktioniert es am Ende halt nicht. Aber irgendwie kriegt man die Kuh dann doch vom Eis. Und da passieren Sachen. Und das ist das Ziel, was wir ändern wollen. Und wie gesagt, da werden wir ganz viele Sachen machen. Am Anfang geht es wirklich darum, Algorithmen zu lernen, zu algorithmieren, Abbildungen zu finden, wie wir als Mathematiker sagen würden. In der Mathematik sucht man immer die Abbildung, die da ist, die Klassifikation in verschiedene Arten der Abbildungen, die notwendig sind und daraus eben dann zu finden, wie kann man Algorithmen bauen, wie kann man sie notieren, wie kann man sie mit anderen diskutieren, aber natürlich sie auch zu finden. Und damit starten wir dann langsam rein. Ich hatte gesagt, heute das Thema, gucken wir uns mal freie C++-Compiler an. Wir wollen die Vorlesung frei gestalten, dann muss natürlich auch die Möglichkeit bestehen, dass sie ja die Möglichkeit haben, damit auch kostenlos zu arbeiten. Das würde ja nichts nutzen, dass wir jetzt einen Kurs hier anbieten und sagen, passt mal auf, hier ist ein Kurs, kostenlos C und C++ lernen und am Hintergrund würden dann aber andere stehen und würden sagen, wir wollen jetzt aber Geld haben und ihr müsst dafür bezahlen. Leider ist das in der Vergangenheit bei einigen Firmen so gewesen, aber das ist Gott sei Dank Geschichte und wir gucken uns einfach 1, 2, 3, 4 Beispiele an, 5 vielleicht sogar, wenn wir es schaffen, von C++-Entwicklungswerkzeugen, die ihr im Laufe der Vorlesung kostenlos nutzen könnt, installieren könnt. Ich habe also bewusst Wert darauf gelegt, dass das jeweils kostenlos funktioniert und damit eben auch in verschiedene Bereiche reinkommen könnt. Alle Beispiele, die wir machen oder wesentliche Beispiele, die wir machen, werden immer für alle diese Werkzeuge funktionieren. Damit auch auf allen Plattformen funktionieren. Natürlich, wenn wir in bestimmten Teilen hingehen und sagen, das ist jetzt mit Visual Studio gemacht und dann nutzen wir Erweiterungen oder das ist Qt, dann setzt das eben auch wirklich Qt voraus. Aber das, was wir allgemein in die Programmierung einbringen, wird immer allgemein sein und immer für alle Entwicklungswerkzeuge da sein. Und das ist auch der ganz große Vorteil, den C und C++ hat, dass es eigentlich für nahezu alle Plattformen, die wir kennen, auch Compiler gibt. Es gibt sogar sehr viele Spezialcompiler. Es gibt zum Beispiel ja diese Schalttechnik Adreno, die SBSS für Arme manchmal genannt wird im Spaß, da wo eine ganze Entwicklungsplattform auch auf Basis von Qt, nicht von Qt, von Visual Studio mit da ist und ein eigener Compiler, der dann quasi für diese Plattform entsprechenden Code erstellt. Und es gibt tatsächlich C-Compiler, die für bestimmte Chip-Technologien Code erstellen, wo sie kein Betriebssystem brauchen. Da ist also das Programm, was kommt, schon das ausführbare Betriebssystem mit allem, was dazugehört. Es gibt also gerade im C-Bereich da sehr viel, was da eben auch möglich ist, um eben in Sachen wie Steuerung und Sachen, ja, direkt auf die Chips zu gehen. Und das macht natürlich auch Spaß. Ich werde versuchen, das im Rahmen der Vorlesung vielleicht auch in eine Zeitveranstaltung mal mit einzubauen, dass wir einfach auch mal gucken, mit Steuerungstechnik und anderen Technologien, vielleicht auch mal mit dem Raspberry Pi Sachen zu machen, mit der Linux-Maschine. Aber wie gesagt, mal gucken, wie sich das entwickelt. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir davon ausgehen, dass die meisten von euch auch einen Windows-Rechner haben
oder zumindest eine Windows-Emulation und damit arbeiten, wobei einige der Tools natürlich auch darüber hinaus auf anderen Plattformen zur Verfügung stehen. Gucken wir uns das also an. Ich setze mich jetzt hier einfach mal hin und ändern wir die Kameraposition oder auch nicht. Die ist nicht eingestellt an der Stelle, aber das ist ja egal. Dann gehen wir hier auf den Bildschirm im Hintergrund. Das müsste jetzt auch schon zu sehen sein. Das erste Beispiel, was wir uns angucken, ist Visual Studio. Gucken wir uns die Visual Studio Seite an, dann sehen Sie unter visualstudio.microsoft.com, ich habe es über deutsche Seiten gesucht, deswegen .de, Visual Studio Features für C++, findet sich diese Seite. Die kann man natürlich auch ganz einfach googeln, indem man sagt Visual Studio Community Edition downloaden und Sie landen auf dieser Seite und Sie sehen auch hier schon kostenlose Visual-Version. Installieren Sie die Komponenten, die Sie zum Erstellen von C und C++ Apps benötigen, enthält Desktop, Mobil, Linux und Spieleentwicklung. Sie können also natürlich Microsoft auch für die Xbox entwickeln. Das ist natürlich vielleicht gerade bei euch auch interessant, dass einige von euch eine Xbox zu Hause haben. Wir alle haben wahrscheinlich Handys, für die wir auch Software schreiben wollen. Und Visual Studio bietet uns tatsächlich die Möglichkeit, auch mit sehr vielen Installationshilfen, Beispielvideos, Beispielen mitgeliefert, dann zu starten. Wir sehen hier beim Download, dass wir drei Versionen installieren können. Ich persönlich auf meinem Rechner habe natürlich eine Professional-Version drauf. Wir nutzen sie kommerziell als Firma, um Dinge zu machen. Sogar in unserem Fall würde wahrscheinlich in vielen Sachen die Community-Version ausreichen. Aber es ist so, dass bestimmte Unterstützung im Untergrund nachher einfach besser ausgebaut sind, wenn man die Professional-Version hat. Und die ist, glaube ich, mit 50 Euro im Monat pro Entwickler auch relativ preiswert. Das muss man auch dazu sagen, wenn Sie als Firma wirklich Geld damit verdienen. Es ist ein Unterschied, will ich C++ lernen, will ich für mich selber Anwendungen schreiben und ein bisschen rumspielen oder entwickle ich als Firma Software mit einem Produkt, wo ich für einen Entwickler mehrere hundert Euro am Tag haben möchte, aber bin nicht bereit, 50 Euro im Monat für die Entwicklungswerkzeuge zu bezahlen, habe ich sicherlich was verkehrt gemacht. Ich mache mich ja mal ein bisschen kleiner, damit wir den ganzen Bildschirm sehen. Aber wie gesagt, in eurem Fall ist es die Community-Installation, die runtergeladen werden muss. Ganz wichtig, natürlich kann ich auch mit anderen Sprachen mit Visual Studio arbeiten. Meiner Lehrveranstaltung geht es um C und C++, deswegen sollte das natürlich Visual Studio mit C++ sein. Und deswegen gucken wir auch nochmal einfach in die Lizenzbedingungen rein. Das ist immer ganz wichtig, der Blick in die Lizenzbedingungen, um das ganz einfach abzuschätzen. Das heißt, eine einzelne Lizenz, ein Freelancer zum Beispiel auch, selbst wenn er berufstätig, also wenn er Software damit verdient, ist er an sich ein Freelancer, ist eine Einzelperson. Als Studierender oder Lernender ist man sicherlich so oder so eine Einzelperson. Können Sie mit dieser Version sogar für Verkaufszwecke und für andere Zwecke in ihren eigenen Anwendungen arbeiten. Das heißt, ein Freelancer braucht keine kommerzielle Version, kein Professional, kein Enterprise, sondern für ihn reicht die Community-Version. Und eine Organisation, eine Firma kann auch immer noch dieses nutzen, sogar mit einer beliebigen Anzahl von Nutzern, wenn zum Beispiel Open-Source-Software damit geschrieben wird. Die muss allerdings zertifiziert sein als OSI. Wenn Sie für sich quasi Erweiterungen für Visual Studio schreiben, wenn Sie Gerätetreiber für Windows schreiben, dann brauchen Sie auch keine Professional-Lizenz, auch wenn Sie die Geräte dann weitergeben. Sie können eine beliebige Anzahl von Nutzern haben, wenn die für den SQL-Server Erweiterungen damit schreiben und mit den SQL-Server-Tools zusammenarbeiten. Natürlich möchte man über den SQL-Server dann das Geld verdienen. Und so gibt es eben ganz viele Geschichten und ganz wichtig aus unserer Sicht ist, eine beliebige Anzahl ihrer Nutzer ist berechtigt, die Software zum Entwickeln und Testen ihrer Anwendung im Rahmen von Online- und Präsenzschulung oder für akademische Forschungszwecke zu nutzen. Und das ist natürlich hier der Punkt. Das heißt, wenn ihr die Software installiert, selbst innerhalb einer Firma, jetzt wenn ihr das als Weiterbildung irgendwie machen wollt, dann ist es legal, diese Software tatsächlich dafür zu verwenden und für diese Schulungszwecke zu benutzen.
Also relativ einfach. Die Installation funktioniert, wie man es im Grunde genommen kennt. Da wird der Installationssatz runtergeladen. Das ist eine Starter-Installation, die da runtergeladen wird. Wir sehen das jetzt hier schon, die im unteren Bereich da runtergeladen wird. Das ist also nicht der komplette Installationssatz, sondern das ist so ein Installationsmanager, der da runtergeladen wird, der dann anfängt, anhand seiner Paketdaten nachzuladen während der Installation und zu installieren. Und wenn Sie am Ende durch sind, ist Visual Studio gestartet, auch wenn es jetzt die Professional-Version ist. In diesem Fall sieht die genauso aus wie das, was wir hier sehen. Das ist Visual Studio, das Ihnen dann zur Verfügung steht. Der Unterschied besteht in den Projekten selber. Ich zeige das hier an dieser Stelle einmal ganz kurz. Natürlich in den Kontoeinstellungen, die dahinterlegt sind. Das ist eine Visual Studio Professional Lizenz. Hier sehen Sie, die ist auf meine Firma registriert. Mit meinem Konto. Ich kann auch nach einer aktualisierten Lizenz suchen, wenn sich irgendwas geändert hätte, aber will ich gar nicht. Ich bin natürlich angemeldet. Das sieht man auch hier oben in der Ecke, dass Visual Studio immer online sein kann. Das hat auch Vorteile, weil dadurch haben Sie auch so einen Live-Share. Sie können also mit anderen Personen über das Netz sofort die IDE verbinden und können gemeinsam darin arbeiten, wenn Sie Hilfe brauchen, sich irgendwas erklären wollen oder gemeinsam an einer Projektarbeit arbeiten. Dann funktioniert das eben über dieses Live-Share. Wichtig sind aber die Projekteinstellungen, Projekt Mappen Explorer, Projekt Test. Hier komme ich auf die Eigenschaften und hier ist das entsprechende Set gewählt. Und hier sieht man, bei mir ist jetzt ein Plattform-Tool-Set gewählt, Visual Studio 2019 in der Version V4.1.2 für dieses Projekt. Ich könnte auch noch auf die ältere Version gehen oder aber ich wähle LLVM CLang-CL als Toolset und das wäre die Community-Version. Die Community-Version arbeitet nur mit einem aktuellen CLang-Compiler zusammen, während die Professional-Version mir eben diese zusätzlichen Toolsets für Visual Studio, für die vorherige Version oder eben für die aktuelle oder für die vorherige Version anbietet. Und dann kann ich natürlich auch hier einschalten, mit welchen Sprachsets ich arbeiten möchte. Möchte ich mit C++17 arbeiten? Möchte ich vielleicht doch schon mit C++20 arbeiten, wenn ich die neuen Eigenschaften verwenden möchte. Ich habe auch hier wieder die Möglichkeit, ein sogenanntes Feature-Update mitzuverwenden. Das heißt, wenn Prä-Eigenschaften jetzt zum Beispiel von C++22 schon da sind, also wenn entsprechende Sachen aus dem aktuellen Arbeitsentwurf schon mal umgesetzt wurden, dann kann ich selbst die schon nutzen. Visual Studio ist da wirklich ein sehr, sehr aktueller Compiler, der versucht, diese Lücken möglichst schnell zu schließen. Mitverantwortlich für Visual Studio ist ja Herb Sutter bei Microsoft. Herb Sutter ist natürlich auch einer der Köpfe des ISO C++-Komitees. Ich glaube, er ist sogar immer noch aktuell Chairman. Also, wir haben hier die Möglichkeiten, das entsprechend mehr zu steuern mit der Professional-Version. Das soll jetzt gar nicht ablenken. Die Möglichkeiten bestehen bei der Community-Version so teilweise nicht. Wie gesagt, das ist die erste Version. Das Installationsprogramm ist wirklich sehr harmlos. Und hier sehen Sie, dass ich eine neue Meldung gekriegt habe, hier in der Ecke. Ich habe eine Benachrichtigung gekriegt. Und hier sagt er mir zum Beispiel, dass gerade heute Visual Studio 2019 Update verfügbar ist. Ich kann also die aktuelle Version installieren. Vor 3 Stunden ist das bei mir hier aufgelaufen. Und wenn ich hier auf Details gehe, dann zeigt er mir im Grunde genommen auch an, was sich geändert hat und was er gerne machen will. Und ich kann on the fly hingehen und kann sagen, okay, aktualisiere das. Ich kann nebenher weiterarbeiten. Hier sieht man, dass er gerne 1,92 GB runterladen will. Ich denke mal, das hat auch was mit Windows 11 zu tun schon, das da ist. Und meine letzte Aktualisierung davor war die am 7.9.2021. Ich kann auch meine Update-Einstellungen verändern, kann mir hier Versionsanweisungen rausholen. Und man sieht, dass er im Hintergrund sogar schon das runtergeladen hat. Das heißt, wenn ich hier auf Aktualisieren gehe, dann aktualisiert er on the fly mir diese Entwicklungsumgebung auf den neuesten Stand. Und das ist natürlich ein Vorteil von diesen kommerziellen Versionen, dass die viel, ja, viel mehr Wert auf sowas legen. Und wenn eine kommerzielle Version dann eine Freeware-Version anbietet, weil so muss man es ja fast interpretieren, eine Community-Edition, Freeware ist es nicht, eine Community-Edition anbietet, dann habe ich natürlich die Vorteile und kann diese Peripherie mitnutzen.
Das heißt, ich drücke jetzt einfach mal auf Aktualisieren. Jetzt haben Sie natürlich das Bild kurz nicht gesehen, weil er als Administrator die Änderung bestätigt haben möchte. Und ich kann jetzt hier an dieser Stelle aber hingehen und kann ganz normal weiterarbeiten. Das heißt, im Hintergrund aktualisiert er mir das Visual Studio und irgendwann wird er sagen, ich muss neu starten. Vielleicht, wenn das ein tiefer Eingriff gewesen ist, wird er mir auch sagen, pass mal auf hier, ich muss auf den Rechner neu starten. Im schlimmsten Fall passiert das, in der Regel passiert das nicht, sondern er startet einmal nur Visual Studio durch und mir steht dann die neueste Version zur Verfügung. So erwartet man das eigentlich von einem kommerziellen Softwareanbieter, dass er die Software zur Verfügung stellt. Während er hier aktualisiert, ich schlage zwei Fliegen mit einer Klatsche, ich halte die Veranstaltung und mein Rechner aktualisiert parallel auch gleich noch, kann ich jetzt hier hingehen und kann gleich auf die nächste Version gehen. Das heißt, wir können uns hier natürlich auch andere Geschichten angucken. Wir sehen, dass es hier einen Leitfaden gibt, Installationshinweise gibt, wie gesagt, ein Video, nicht nur ein Video, sondern viele Videos, die da sind und können hier entsprechend agieren. Auch Empagadero bietet Ihnen eine kostenlose Community-Version an. Das ist leider nicht die aktuellste Version. Das dürfte, glaube ich, im Moment eine 10.4.2 sein. Das dauert, wie wir das eben gesehen haben, dadurch, dass das eben die ältere Compiler-Version ist, wird man auch nicht von neuen Eigenschaften partizipieren, die, wie wir es eben bei Microsoft gesehen haben. Und natürlich hängt auch der Empagadero-Compiler zum aktuellen Zeitpunkt weit hinter dem Standard hinterher. Das heißt, wir haben einen prä-rudimentär C++17-Standard, der unterstützt wird mit der Empagadero-Version, haben aber auf der anderen Seite eine sehr leistungsfähige Oberflächenbibliothek, die wir bei Visual Studio so nicht haben. Das heißt, Sie können sehr schnell, sehr einfach leistungsfähige Programme erstellen. Dann natürlich unter der Maßgabe, dass Sie ganz klare Einbußen in der Standardunterstützung haben. Und jetzt hat sich der nach vorne gemeldet, weil er irgendwie wahrscheinlich was umgeschaltet hat. Also gesagt, man muss immer wieder was sehen. Sie haben auch hier eine begrenzte kommerzielle Benutzerlizenz damit drin, als Einzelperson zu Lernzwecken. Wenn Sie kein Geld damit verdienen wollen, können Sie auch den C++-Builder in der Community-Version kostenlos einsetzen. Die begrenzte kommerzielle Version besagt, dass Sie eine Menge generell verdienen können. Das ist Vorsicht, das ist nicht pro Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sondern Sie dürfen weitergabefähige Dateien der Lizenzierung, keine Garantieeinschränkungen und so weiter, zusätzliche Lizenzbedingungen für Mac und iOS. Also es ist eine bestimmte Anzahl, ich sage es bestimmt wieder falsch, wenn ich jetzt sage 5.000 Euro, aber so viel sind es nicht, die Sie insgesamt mit dieser Software verdienen dürfen. Also auch hier besteht die Möglichkeit, diese Software kostenlos für die Vorlesung zu verwenden. Kostenlos lässt sich wieder streiten, weil das nur funktioniert, wenn Sie bestätigen natürlich, dass Sie die Endnutzerbedingungen, das passiert nicht nur bei der Installation, das möchte man auf der Webseite auch noch bestimmt haben, dass Sie die Datenschutzerklärung verstanden haben, die Möglichkeit, das einfach so runterzuladen, wie wir das jetzt hier sehen, und zu installieren, sondern da müssen Sie im Vorfeld dieses Formular ausfüllen, Ihre Daten eingeben, kriegen eine E-Mail mit dem entsprechenden Freischaltcode zur Verfügung gestellt und können dann diese Software auch für unsere Lehrzwecke zu verwenden. Und wie gesagt, nochmal für die Erstellung von einfachen grafischen Oberflächen bietet Ihnen hier der C++-Builder auch die meisten Möglichkeiten, unsere Box. Unter der Bedingung, dass Sie halt unter Windows oder ich weiß jetzt gar nicht, ob die Community-Edition da auch nochmal eingeschränkt ist, auch für Enden. Das ist die dritte Version, die zweite Version, die ich Ihnen an dieser Stelle zeigen möchte. Empagadero hat noch einen anderen unabhängigen C++-Compiler dazu gekauft. Oder Compiler nicht, das ist verkehrt, das arbeitet auf GNU-C++. Wie gesagt, der eigentliche Compiler, den wir eben gesehen haben, der C++-Builder, arbeitet auch mit einer C-Lang-Version, mit einer älteren C-Lang-Version als Microsoft.
Das Empecadero Dev C++, was wir hier sehen, ist eine IDE, hat man sich diese IDE einfach nochmal genommen und hat sie modernisiert, hat sie schicker gemacht, hat sie schneller gemacht. Und das Dev C++ ist eine Entwicklungsumgebung, die im Hintergrund mit GNU C++ arbeitet. Der typische GNU C++ Compiler auf Windows ist MinQV, der am häufigsten zum Einsatz kommt. Es gibt auch ein SyncV und viele andere von Empecadero. Nicht der C++ Builder, das ist eine andere IDE, das ist Dev C++, die im Hintergrund dann mit dem GNU C++ Compiler arbeitet. Brauchen Sie also für irgendwelche Geschichten eine Kompatibilität, die eher in Richtung GNU C++ geht, ist das eine günstige Alternative. Natürlich kann man sich auch Qt selber runterladen. Qt, eine der größten Framework, und da war es auch komplett Open Source. Dann ist es von Nokia, von Nokia übernommen worden und ist mit einer sogenannten Hybrid-Lizenz ausgestattet worden. Das heißt, Sie können die im Open-Source-Bereich und sicherlich auch, denke ich mal, für Lern- und Ausbildungszwecke weiter kostenlos verwenden. Nur wenn Sie mit Ihrem Unternehmen Geld verdienen, dann brauchen Sie eine kommerzielle Lizenz, deswegen Hybrid. Sie haben auf der einen Seite eine Open-Source-Lizenz, für eine Lizenz, die eine duale Lizenz, also auch, die darauf abzielt, wenn Sie die Software verkaufen wollen und das Ganze als Closed-Software, also nicht als Open-Source, dann müssen Sie eine Lizenz erwerben. Und da gibt es wieder so eine Einschränkung bis zu, ich glaube, 200.000 Euro Umsatz im Jahr. Also nicht richtig zu formulieren, dann kostet das wirklich Geld. Und auch ein Vielfaches von dem, was der C++-Compiler an sich kosten würde. Wenn man Visual Studio jetzt zum Beispiel sieht, dann wird Qt plötzlich richtig teuer. Interessiert aber nicht im Open-Source-Bereich, interessiert auch nicht für die Ausbildung. Und Sie haben den Vorteil, dass Sie einerseits die grafische Oberfläche haben, Sie haben eine Datenbankankopplung, also es gibt auch ein QSQL, ein QTS, eine komplette IDE, mit der Sie nicht nur die Oberfläche entwerfen können, oder ihr nicht nur die Oberfläche entwerfen könnt, sondern ihr habt parallel dazu auch eine IDE, mit der auch ein Compiler im Hintergrund liegt. Da liegt auch ein MinQV im Hintergrund für Windows, in jedem Fall immer ein GNU-Compiler, weil dieses Qt Studio läuft auch auf Linux oder auf dem macOS. Das ist also übergreifend. Visual Studio und Empecadero und Dev C++, was wir im ersten Schritt gesehen haben, sind reine Windows-Entwicklungsumgebungen. Die können zwar auch Software für andere Plattformen schreiben, aber die Software, und mit der wir auch Oberflächen, wirklich grafische Oberflächen entwerfen können und Datenbankanbindungen entwerfen können. Und die Software läuft sofort on the box auf Windows, auf Linux, auf macOS, auf iOS, auf Android. Und vielen anderen Sachen auch wahrscheinlich. Das ist also das Umfassendste, was da ist, was verwendet werden kann und mit dem man sich auf jeden Fall auch beschäftigen sollte. Das heißt, wir werden in dieser Lehrveranstaltung in vielen Stellen einfach Formulare und Oberflächen zu machen und die unabhängig zu gestalten, weil es eben jedem zur Verfügung steht, solange man die Software nicht verkaufen möchte. Wir können das ja ganz einfach machen, dass wir die Beispiele für diese Schulung einfach zum Open-Source-Projekt machen. Ich gehe jetzt hier nochmal in die Suche rein und wir suchen jetzt mal nach Eclipse. Natürlich auch eine Eclipse-Variante. Eclipse ist im Java-Bereich stark verbreitet. Das Package war released am 24.06.2014. Wollen Sie ein neues haben? Da haben wir irgendwie eine alte Suche gefunden. Dann sehen wir, es gibt hier Eclipse IDE 2021.09 R-Packages. 350 Megabyte, schon in dieser Version 54.000 Mal heruntergeladen. Ist natürlich nichts im Vergleich zu der Java-Geschichte, weil Eclipse ursprünglich als Java-IDE geschrieben wurde. Auch das wieder mit einer gewissen Geschichte. Hersteller von Java oder Erfinder von Java ist ja die Firma Sun gewesen. Sun herentwickelt, hat dieses Projekt, der Herr Gosling hat das Projekt, wurde dann auch mal wieder auf Eis gelegt, weil eigentlich wollte man was ganz anderes damit. Und als das Internet plötzlich Mitte der 90er Jahre so richtig durchgebrochen ist, hat man erkannt, dass Java, dadurch, dass es eben kein Compiler ist und nicht nativ ist, sondern mit diesem Bytecode arbeitet und mit einer abgerüsteten, sehr rudimentären Sprache damals. Und damit stand oder begann der Zug, der Siegeszug
von Java, dass man dann eben gesagt hat, okay, dann wurden erst Applets geschrieben, dann konnte man auch Applikationen damit schreiben. Und die Sprache ist immer komplexer geworden, immer komplexer geworden. Man hat sich erst an andere Sachen angehängt und hat dann die instrumentalisiert, um sie dann später zu isolieren für die IT. Aber darum geht es gar nicht, sondern die dominierende IDE der damaligen Zeit, die von Sun auch richtig gepusht wurde, war der Borland JBuilder. Also wir haben von Empagadero gesprochen. Empagadero war früher mal Borland, die Entwicklungswerkzeuge. Und der Borland JBuilder war tatsächlich das dominierende Entwicklungswerk, wenn man Java machen wollte, dass man JBuilder hatte. Und das hat IBM gestört. So hat IBM im Open-Source-Bereich Geld investiert und hat dafür gesorgt, dass dieses Eclipse entstanden ist und entwickelt wurde. Und wie gesagt, die Firma, die eigentlich Java entwickelt hat, war Sun, die Sonne. Und das Projekt Eclipse ist die Sonnenfinsternis. Das sollte die Sonne verdecken. Und das ist auch gut in dem Kampf mit Microsoft gegen C Sharp ein bisschen übernommen. Und damit ist das von Oracle übernommen worden. Und seitdem ist ja der eigentliche Besitzer des Kern-Javas tatsächlich Oracle als Firma, die das vorwärts treibt. Es gibt zwar so ein paar Open-Source-Ableger da drumherum, aber bestimmte Kerne liegen immer noch bei Oracle. Und auch hier können Sie wieder installieren. Und auch hier sehen wir, es gibt eine Windows-Version, x86 64-Bit. Und es gibt eine macOS-Version und es gibt auch eine Linux-Version. Sie können das also auch das Eclipse für C++, für eine andere Prozessorarchitektur unter Linux. Ne? Also sehen wir wieder, es gibt einen Testcode, einen Fingerprint bei dieser ganzen Geschichte, dass es auch wirklich sicher ist. Ich kann auch von hier wieder verweisen, ich kann auch vom anderen Mirror mir das holen. Hier würde das im Moment in der Universität von Erlangen bei Nürnberg entsprechend runtergeladen werden über HTTPS. Und ich habe dann die Installation bei mir auf dem Rechner, was kostenlos verwendet werden kann. Wir haben die C++ Builder Community Edition, die wir kostenlos für diese Sachen verwenden können, um auch Beispiele zu machen, um uns Dinge anzugucken. Wir haben DevC++, auch von Empagadero als IDE, wo wir mit GNU C++ im Hintergrund arbeiten und ein etwas, ja, Qt selber mit dem Qt Creator und dem Qt Studio, wo ich auch C++ Programme richtig erstellen kann und richtig mitmachen kann. Auch wieder mit der Maßgabe der dualen Lizenz, also solange ich das für Lehrzwecke und im Open-Source-Bereich einsetze, auch kostenlos. In dem Moment, wo das von Firmen eingesetzt wird, bis zum Jahresumsatz von 200.000 Euro, im überschaubaren Preis, erstellen, sondern das ist wirklich der Jahresumsatz, den sie haben. Das heißt, wenn ich einen Produktionsbetrieb habe, der 5 Millionen Jahresumsatz hat, für den kommt eine, der nebenher auch eine Software anbietet, die er dann vertreibt und die eben nicht Open Source ist, ist Qt dann tatsächlich schon ein teurer Brocken. Und ich habe die Preise jetzt nicht im Kopf. Wir reden hier schon über mehrere hundert, das doch eben sehr teuer werden kann. Also Visual Studio, Empagadero, C++ Builder, Dev C++ mit GNU C++ im Hintergrund, die beiden ersteren mit C-Lang. Ich kann natürlich GNU C++ und C-Lang mir auch meine eigenen Sachen zusammenbauen, wenn ich gerne möchte, aber es ist natürlich immer gut, wenn man eine IDE hat. Und deswegen neben Qt dann natürlich auch ganz klar Eclipse-Version installiere. Dann installiere ich mir wirklich ein Eclipse mit einer sogenannten Build-Chain für C und C++ im Hintergrund. Auch basierend, soweit ich das im Moment überblicken kann, mit einem GNU-Derivat auf den jeweiligen Plattformen. Also unter Windows wahrscheinlich auch wieder mit MinKV C++. So, und das ist hingehen, weil das doch ein bisschen länger ist, was man da beachten muss, wenn man das installiert. Wo man eben überlegen muss, was man wirklich machen möchte, welche Pakete man entsprechend benötigt, in welche Richtung man gehen möchte. Und dieses Installationsfenster, was da erscheint, wo ich Dinge auswählen kann. Und ich kann bei Qt auch immer ältere Versionen installieren. Ich kann also sagen, ich möchte Software schreiben, die benutzt das neue Qt, ist glaube ich 6.2. Ja, 6.2 ist out now, steht oben.
benutze 6.2. Ich kann aber auch noch eine 6.1 und eine 6.0 mit runterladen. Ich kann auch noch eine 4er-Version mit runterladen, parallel. Software für eine ältere Qt-Version geschrieben, dann will ich die ja nicht migrieren. Also sehen Sie das jetzt immer wieder aus der kommerziellen Seite. Das kostet ja Geld. Und insofern kann ich tatsächlich mit Qt, auch mit älteren Versionen, immer weiterarbeiten und ich kann auch einen Rechner installieren, der wieder eine ältere Version zur Verfügung stellt. Das geht bei vielen anderen Bibliotheken, egal welche Computersprache, Auswirkungen auch auf ihre älteren Projekte, weswegen wir da ganz oft hingehen und mit virtuellen Maschinen arbeiten. Das heißt, wir haben auf den Entwicklermaschinen dann virtuelle Maschinen für verschiedene Projekte. Sie haben ein Projekt ausgeliefert, da wird ein Fehler gefunden und Sie haben jetzt in der Zwischenzeit eine neue Bibliotheksversion. Dann müssten Sie ja Ihr ganzes Projekt kostenlos, ohne quasi im Fehlercoden, vielleicht auf diese neue Bibliotheksversion anheben und würden vielleicht einen Mann Monat Arbeit da rein investieren. Haben Sie das aber in der virtuellen Maschine, genau mit der letzten Version, die Sie ausgeliefert haben, dann können Sie natürlich hingehen und sagen, arbeiten und kann den Fehler beseitigen. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist kompliziert, Java kriegt das nicht mal hin mit den eigenen Java-Versionen. Das heißt, Sie haben Projekte, die brauchen Java-Versionen X und Y und Z und beim Installieren sagt er Ihnen dann, Sie haben so viele alte Java-Versionen drauf, deinstallieren Sie die wieder und plötzlich läuft Ihre Software nicht mehr. Wenn Java sich hinstellt und sagt, wir sind plattformunabhängig, dann kann man da nur drüber lachen. Aber wenn Sie nicht mal gegen verschiedene, also wenn es ein Java 1.6.2 und ein 1.7 und dann gibt es ein 1.8 und wie gesagt, die eine Software braucht noch die 1.6.2, die nächste braucht vielleicht schon die 1.8, dann haben Sie plötzlich mehrere Java-Versionen auf Ihrem Rechner. Und wenn es dann plötzlich mal aufgeräumt wird, weil eine der alten vielleicht angreift, im schnellen Umfeld immer mit dem Release-Management zu arbeiten, immer mit Auslieferungen zu arbeiten. Und dasselbe ist eben hier auch. Und wie gesagt, Qt wirklich auf eine einzigartige Art und Weise die Möglichkeiten, wenn Sie denn den Installationsdialog sehen, dass Sie sagen können, okay, ich möchte die mit C und C++ verwenden. Sie können Qt natürlich auch Python verwenden. Sie können in Qt auch viel mit JavaScript machen, wo Sie vielleicht auch in JavaScript machen können. Das heißt, Sie haben eine sehr hohe Interaktionsmöglichkeit in diesem Qt. Und das ist ein ganz großer Vorteil, der wirklich dahinter steckt, das zu verwenden. Wie gesagt, uns als Firma schreckt es natürlich ab, weil wir sagen, wenn wir jetzt wechseln würden auf Qt und unser Jahresumsatz liegt natürlich über den 200.000, dann haben wir ein Problem und müssten sofort lizenzieren und dann die Kosten würde, das müsste sich schon lohnen. Und deswegen ist es für uns im kommerziellen Bereich nicht wirklich interessant, weil wir so eine Firma auf der Schwelle sind. Also wir sind zu groß, um in die Kleinen reinzufassen und zu klein, um wirklich mit den Preisen der Großen mitspielen zu wollen an dieser Stelle und zu sagen, ich kann mir das nicht leisten, 30.000 Euro im Jahr für meine Entwickler nur an eine Qt-Lizenz abzudrücken. Geschichte, wie gesagt, natürlich, das ist eine Internetseite, deswegen hat sich ja auch gleich ein Bot gemeldet. Die Möglichkeit, die Installation zu machen. Hier haben wir die Ressourcen, wo man eben auch sagen kann, hier sind Dinge, die man mit runterladen kann. Hier gibt es Use Cases von Firmen, die das entsprechend eingesetzt werden. Hier haben wir das Produkt, wie gesagt, Latest Version 6, wo man Dinge machen kann. Wie gesagt, Qt kann komplett eingebunden werden. Ich gehe hier einfach mal wieder in, kann während des Setups nicht ausgeführt werden, der ist noch im Setup. Deswegen hat er es jetzt beendet, jetzt ist der Punkt gekommen, wo er sagt, jetzt muss ich es wirklich rausnehmen aus dieser ganzen Geschichte. Das hat der Visual Studio im Hintergrund geschlossen, weil er das austauscht. Und wie gesagt, die Installation läuft jetzt, das Download läuft jetzt natürlich relativ. Lassen wir ihn also noch ein bisschen, wir sagen hier mal, rödeln und gucken dann später. Wie gesagt, Visual Studio hat wirklich die Möglichkeit, viele Sachen auch zu integrieren. Deswegen an dieser Stelle auch gleich nochmal der Verweis auf eine der größten Bibliotheken, die Sie auch mit oder die ihr auch mit installieren solltet. Hier sieht man auch, hier gibt es einen Boost Visual Studio-Seite, wie man Boost installieren kann und verwenden kann mit Visual Studio, so wie ich auch sogar Boost Test, das ist ein echtes Test-Framework, verwenden kann. Auch hier finden sich wieder eine Reihe von Videos, um da reinzugehen. Und ich gehe jetzt einfach mal auf die Boost-Seite. Auch das ist eine Org-Seite, das ist eine Open-Source-Gruppe, die sich gebildet hat, wo wir sehen, hier gibt es nochmal für Zeigwing und Minkwe-Nutzer einen entsprechenden Hinweis.
dass sich irgendwas geändert hat, wo ich die aktuellste Boost-Version mir runterladen. Die würden sich das immer selber bauen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, mir das schon so runterzuladen, dass ich eine Distribution erwische, die schon fertig ist. Die also schon fertig gebaut ist. Und da gibt es natürlich auch wieder ohne Probleme die jeweils aktuellste Version mit die schon vorbereitet ist. Also, wo ich also hingehen kann. Wie gesagt, das ist beschrieben, hier sehen Sie Build from Visual, aber auch eine Installation, wo man runterladen kann, die eigentlich schon fertig ist. Also das ist nicht nur so, dass es wird dann installiert und damit steht Boost quasi innerhalb von Visual Studio auch zur Verfügung. Und wir werden im Verlauf auch gerade wieder im nächsten Semester natürlich auch viele Dinge uns angucken, die mit Boost zusammenhängen. Vor dem Hintergrund Boost, viele übersetzen das immer mit beschleunigen, boosten an dieser Stelle. Der Begriff Boost ist aber, zumindest ist die Anekdote so, bedeutet aber was anderes. Und zwar als 1998 der erste C++-Standard verabschiedet wurde, haben sich die Leute vom C++-Komitee, nach dem Symbol ist ja eine Kaffeetasse, eine dampfende Kaffeetasse. Und dann kam eben der Spruch, Schnaps ist besser als Kaffee. Und Boost ist auch der amerikanische Begriff umgangssprachlich für ein Schnapsglas. Und deswegen Boost ist besser als Java. Und Boost ist nicht irgendwas und ist nicht irgendeine Bibliothek, sondern A, ist sie gut getestet, die ist royalty free, das heißt, Sie können sie verwenden und müssen nicht mal erwähnen, dass Sie sie verwenden. Können Sie verändern, ohne dass das Rückwirkungen hat. Immer wenn Sie eine GNU-License haben und Sie würden was ändern, dann würde das ja immer das L-Copy ganz oft wirken. Dann müsste das wieder an die GNU-Foundation zurückgehen. Hier können Sie Änderungen machen, wie Sie lustig sind. Wie so C++-Komitees und Sachen, die nicht in den Standard reingepasst haben, weil sie vielleicht zu plattformspezifisch gewesen sind, die sind quasi in Boost aufgetaucht. Und viele Dinge, die jetzt in den neuen C++-Standards seit C++11 wieder nach C++ zurückgeführt wurden, sind ursprünglich in Boost entstanden. Weil man das umgesetzt hat, praktische Erfahrungen gesammelt hat und dann wieder verallgemeinert hat. Und erst in der Verallgemeinerung hat man das dann in den C++-Standard integriert, hat das dann nochmal ein bisschen harmonisiert, damit das auch alles richtig schön zusammen. Tasks, Interprozesskommunikation sind alles Teile des Filesystem. Das sind alles Teile, die jetzt im C++-Standard drin sind, die ursprünglich mal aus Boost gekommen sind. Und Boost ist eine Sammlung von, ich glaube, über 90 kleinen Teilbibliotheken. Das ist also noch viel, was man in den nächsten Jahren integrieren kann und mit aufnehmen kann. Aber auch das wieder steht kostenlos zur Verfügung und kann runtergeladen werden. Wir werden nächste Woche, ab nächster Woche doppelt anfangen. Vielleicht wechsle ich jetzt einfach mal, während der Rechner hier noch ein bisschen vor sich hin brodelt und gehe auf diesen hier ein neues Whiteboard auf. Wir werden auch viel mit diesem Whiteboard arbeiten, das ist gar keine Frage. Der eigentliche Termin der zentralen Lehrveranstaltung ist wie heute ja schon passiert. Im Moment, Mittwoch, um 20 Uhr. Wir werden also in der Semesterzeit, wir wollen uns ja an den Semestern orientieren mit dieser Lehrveranstaltung und wollen damit auch für Studenten ein echtes Angebot liefern. Wir werden also in der Semesterzeit bewusst in die Abendstunden gehen. Wir haben für mich natürlich wichtig, das ist ja ja, gemeinnütziges Projekt aus meiner Sicht, dass ich das aus meiner Kernzeit auch ein bisschen rausgezogen habe, die ich natürlich vornehmlich auch für Kunden verwenden möchte, wenn ein Kunde bezahlt. Dass ich gesagt habe, ich möchte in die späteren Stunden, wir haben einfach mal analysiert, wann sind die meisten Leute überhaupt online. Das ist natürlich auch so, die Abendstunden, wo das Ganze mit reinkommt. Wo haben wir selber Aktivitäten? Sind wir vielleicht noch in der Universität, in der Schule beschäftigt, als Arbeitnehmer noch in der Arbeit beschäftigt? Und haben gesagt, das ist die Zeit, wo wahrscheinlich die meisten Zeit haben. Das können wir ändern. Das ist ein Erfahrungswert, den wir sammeln müssen. Plant eine Lehrveranstaltung mit Vorlesungsumfang. Das ist also mehr als ein Informatikkurs an der Schule. Mehr als irgendwas, was Firmen sonst gemacht haben in irgendeiner Weise. Das heißt, wir wollen einen in sich geschlossenen Kurs anbieten.
Wir sammeln den parallel auch noch, damit asynchron weiter damit gearbeitet werden kann. Überlegen dann, ob wir nächstes Jahr vielleicht das Ganze nochmal machen oder das stehen lassen. Wenn wir richtig gut sind, können wir es ja stehen lassen. Wenn wir nicht Erfahrung. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine Erfahrung. So, das heißt, im Moment, wie viele Zuschauer das immer sind, synchron, dann kommen immer welche asynchron welche dazu, auch schon bei Twitch. Dann wird das Video rübergeladen auf YouTube, auf unseren Kanal. Auch da sehen es erst dann einige in der Verzögerung. Wir haben keine Werbung gemacht zum jetzigen Zeitpunkt. Wir werden also auch anfangen, das tatsächlich in C++-Foren zu bewerben, ab einem bestimmten mehr Leuten bekannt zu machen, vielleicht auch Universitäten und Fachhochschulen anzuschreiben, nochmal Bescheid zu sagen, vielleicht auch Schulen zu erreichen, Schulforen zu erreichen und einfach zu sagen, hier findet diese Veranstaltung statt. Guckt sie euch an, weil wir glauben wirklich, dass in der Zukunft wir A, viel mehr Programmierer brauchen, gute Programmierer brauchen, gut ausgebildete Programmierer brauchen. Und ich persönlich glaube auch, dass man in vielen Berufen, also wir haben Kunden, die sagen, Hellmann, das kann ich alles nicht, ich bin kein Programmierer. Ich bin eigentlich Maschinenbauer, Anlagenbauer, ich bin kein Programmierer. Programmieren ist eigentlich sowas wie eine Sprache. Wir alle lernen Deutsch oder Englisch. Und genauso ist Programmieren eine Sprache, um sich mit den Maschinen, mit den Computern zu unterhalten. Und eigentlich sind wir alle keine Programmierer, sondern wir sind alle irgendwelche Spezialisten. Also wie gesagt, meine Firma primär Versicherung und Bankbereich und natürlich auch Kunden in der Automobilbranche. Viele Kunden von uns kommen aus der Automobilbranche. Wir haben Kunden im echten Anlagenbau, im echten Maschinenbau. Wir haben Kunden in der Pharmaindustrie. Entscheidende ist nicht die Fähigkeit, programmieren zu können, sondern das Entscheidende ist dann in den jeweiligen Fachbereichen das Know-how und die Fertigkeiten zu entwickeln und das Programmieren eben nur als Hilfsmittel zu verwenden. Also wie gesagt, Mittwoch 20 bis 22 Uhr ist so diese Zeit, in der wir diese Lehrveranstaltung versuchen zu deklarieren. Vielleicht mal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer. Ich werde auch versuchen, davor schon immer zur Verfügung zu stehen. Zumindest 20 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde. Ich versuche danach in die Sache reinzukommen. Das ist der Block, in dem das eigentliche Wissen vorwärts getrieben wird, nenne ich einfach mal. Also wie gesagt, Twitch als zentrale Plattform, wo wir uns im Moment alle sehen. Parallel dazu gibt es einen Discord-Server. Rechnung gewählt für das Ganze. Scholar ist ja ein unabhängiger Lerner oder Lehrkraft gewesen im Mittelalter an Universitäten, also nicht angestellt, nicht gebunden an die Universität, sowohl als Studierender als auch als Lehrkraft. Und genau das ist das, was wir wollen. Wir sind unabhängig von allem, unabhängig von großen Firmen, unabhängig auch von der Scholar für diese Sache. Unter diesem Discord-Server werden wir auch Gruppen einrichten, werden wir Informationen verteilen, werden wir auch Sprachkanäle für die Übungen anbieten, dass man sich eben auch unterhalten kann, dass man nicht immer alles schreiben oder tippen muss, dass also auch wirklich eine Kommunikation stattfindet. Das Ganze passiert über den Discord-Server. Und parallel gibt es auch einen Channel, ADEC schon gemacht haben, auch noch finden. Das heißt, Twitch leidet ja darunter, muss man ja fast sagen. Also das immer, wir sind kein Partner von Twitch, wir senden nicht oft genug, wir senden nicht viel genug, wir haben nicht genügend Follower zum jetzigen Zeitpunkt. Damit verschwinden diese Videos nach 14 Tagen. Wenn jemand jetzt im Dezember auf uns stößt, er noch die Möglichkeit hat, wieder aufzuholen, das heißt, sich die alten Vorlesungen, alten Veranstaltungen anzusehen, um dann entsprechend aufzuholen und dann in den aktuellen Prozess auch mit einzusteigen. Und das passiert über diesen YouTube-Channel. Starten. Das sei mal dahingestellt, das ist eine Entscheidung, die würde ich heute nicht fällen. Oder ob wir dann sagen, wir bauen erweitert eher darauf auf. Also wie gesagt, das Projekt, was vor uns liegt, rechnet sich in Monaten und Jahren und nicht in Tagen und Stunden. Parallel zu dieser ganzen Geschichte und dieser Montagstermin, da schreibe ich jetzt mal Vertiefung, Übung zu.
Das heißt, da gehen wir intensiver auf das ein, was wir den Tag, also den Mittwoch davor gemacht haben. Das heißt, die Mittwochveranstaltung intensiviert quasi. Wir üben bestimmte Sachen, wir sprechen bestimmte Dinge durch, wir machen Beispiele dazu. Die eigentliche Kernveranstaltung an Zeitgeschichten zu machen, das wird im Vorfeld durchgesprochen, wird auch angekündigt, dass man vielleicht einfach mal über den Tellerrand guckt, einfach mal eine andere Sache macht, die, wenn wir genügend Zeit haben und genügend freie Kapazitäten haben, um da entsprechend zu reagieren. Das heißt, wir werden ab nächste Woche noch nicht, nächste Woche beginnt Mittwoch der Kurs, der nächste, und die Woche darauf setzen wir mit dem Montag mit rein. Gucken wir mal, ob der Rechner durch ist, aber er faucht immer noch. Das ist also doch ein größeres Update, mit dem wir uns hier quälen. Und er sagt, 308 von 389 Paketen sind installiert. Lassen ihn dann im Grunde genommen erstmal weiterlaufen. Also wie gesagt, das ist das, was euch erwartet. Mittwochs, 20 Uhr, annähernd 2 Stunden. Eine normale Vorlesung, an die wir uns ja anlehnen, wäre 1,5 Stunden. Das heißt, wir werden um diese 1,5 Stunden plus bis auf diese 2 Stunden quasi ausdehnen. Wenn ich abgeschlossen ist nach 1,5 Stunden, dann kann man sich ja nur über Sachen unterhalten. Wenn aber das notwendig ist von der Thematik, dann macht das eben mehr Sinn zu sagen, ich höre nicht nach 1,5 Stunden auf, sondern ich mache eben 2 Stunden und schließe damit das ganze Fenster. Das ist das, was im Kalender fest eingeplant werden sollte. Wie gesagt, Mittwoch die Hauptveranstaltung, wo man auch auf ältere Sachen noch schließen kann, wo wir vielleicht auch Inhalte einfach mal zuliefern, die sich als Frage ergeben haben, vielleicht auch aus einer Übung als Problem ergeben haben, die also nochmal wirklich das Videoarchiv bilden von diesem ganzen Kurs, und der Discord-Server, mit dem wir. Aber zum Discord-Server vielleicht ganz kurz. Zum Discord-Server ganz kurz. Wie gesagt, unter dem Namen auch ADEC Scholar. Hier haben wir das, steht ja entsprechend zur Verfügung. Wir haben den Willkommensbereich, wie ihr es bei jedem Discord-Server wahrscheinlich kennt. Wir haben unseren Lounge und 2 Lernräume. Die schon voreingerichtet sind und wie gesagt, der jetzt mit Leben gefüllt werden kann, an dem ihr euch auch anmelden könnt, um entsprechend teilzunehmen. Und wie gesagt, über die Chat-Kanäle, die da sind, über die Textkanäle, Sprachkanäle, gerade natürlich für den Übungsbereich oder für persönliche Fragen, einfach die Möglichkeit zu sagen, man kann sich eben einfach mal unterhalten und muss nicht lange Mails schreiben, um Dinge zu machen. Ich habe mich hier also bewusst gegen unsere Firmeninfrastruktur entschieden. Wir arbeiten in der Firma mit Microsoft Teams auf einem sehr guten Level. Wir sind da sehr zufrieden mit. Aber natürlich tun viele sich schwer, wenn das heißt, das ist eine proprietäre Softwarelösung und offene Tool, was da zur Verfügung steht, bauen hier einen Discord-Server entsprechend auf und bieten euch die Möglichkeit, dadurch auch sprachlich mit uns in Kontakt zu kommen. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr untereinander dadurch über C++ in den Kontakt kommt. Es gibt sicherlich arbeitet, wenn eine Aufgabe gestellt wird, wo man sich darüber austauscht. Nicht, dass alle anderen abschreiben, sondern dass man sich eben austauschen kann und da intensiv gemeinsam arbeitet. Weil das ist eine Sache, die später im Berufsleben auch ganz toll wichtig ist, Projektarbeit mit anderen Leuten zusammen zu machen. So, ich habe jetzt hier einfach nochmal kontrolliert. Dass auch keiner was in den Chat geschrieben hat.
Man sagt, natürlich ist es immer ein Problem, wenn immer von Grundlagen gesprochen wird. Wenn immer von Grundlagen gesprochen wird, dass das für viele natürlich auch sehr schnell langweilig werden kann. Wir versuchen, möglichst viel Leben reinzubringen, immer wieder Querverweise reinzubringen, vorheriges Wissen immer gleich wieder anzuwenden. Nichtsdestotrotz steht uns erst der Zeit ist, dass man viele Dinge so vereinfacht hat, so verkürzt hat, dass man möglichst schnell immer Ergebnisse sehen möchte von Dingen, dass in der Ausbildung immer weniger Ressourcen zur Verfügung standen, um immer mehr Leute auszubilden. Das ist natürlich auch ein Problem, dass die Wirtschaft geschrien hat, möglichst viele Entwickler in möglichst kurzer Zeit zu kriegen, haben in unserem Leben. Und man kann das ja, ich hatte letzte Woche ja den Vortrag, vorletzte Woche, über Umweltschutz und Verantwortung der Programmierer gesprochen. Im täglichen Leben ist es natürlich so, dass wir alle immer wieder davor stehen, in noch kürzer Zeit noch mehr Software abliefern zu müssen. Und die Kunden auch immer weniger bezahlen wollen. Und die diese Abgasregelung eingebaut haben, die später für den Dieselskandal gesorgt haben, die haben das mit Sicherheit auch im besten Gewissen gemacht. Und es gab einfach keine Lösung, anders das zu erreichen. Und es wäre auch nicht akzeptiert worden, wenn man da gesagt hätte, wir erreichen das nicht. Also hat man nach Tricks gesucht. Und dasselbe passiert in der Softwareentwicklung, wenn man da versucht, Abkürzungen zu gehen und zu machen mit der Begründung und sagt, ja, aber wir haben ja keine Zeit, also wir stehen so unter Zeitdruck. Das ändert nichts an der Verantwortung, die wir für die Software haben, die wir schreiben. Und wenn die ineffektiven Faden ab. Und wie intensiv IT zum Beispiel jetzt auch für die Energiewende gebraucht wird. Wie gesagt, wenn wir uns das überlegen, dass wir, ich kann das ja jetzt mal löschen, das ist ja das Schöne, dass wir vielleicht hier oben Windparks in der Nordsee stehen haben. Dreiräder haben die in der Regel nur. Wir haben hier Windparks in der Nordsee stehen. Bestellt. Wir haben Windparks in der Nordsee stehen. Wir haben, wenn man oben durch Norddeutschland fährt, aber nicht nur da, irgendwo riesen Solarflächen. In Bayern sind das, stehen die auf Hallendächern. So, jetzt haben wir Wind, das heißt, wir können mit diesen Windparks tatsächlich viel Strom erzeugen. Das sind Riesenparks mit ganz vielen solchen, und da stehen sie in der Nordsee. So, wir haben auch auf dem Land Windräder stehen, vereinzelt. Und damit können wir auch eine ganze Menge Strom erzeugen. Jetzt haben wir ganz viele Haushalte, aber wir haben vor allen Dingen auch die Industrie. Mal die jetzt mal mit dem rauchenden Schornstein hier an dieser Stelle, die den Strom braucht. Damit der Strom dahin kommt, haben wir hier irgendwelche Zwischenverteiler und wir haben die Hauptenergie. Wie viel Software schon alleine hier auf diesem Stück mit im Spiel ist. Also wir haben natürlich noch zusätzlich irgendwo ein Reservekraftwerk. Im schlimmsten Fall Jenschwalde als Beispiel mit Braunkohle, vielleicht auch noch Atomkraftwerke, die mit da sind. Wir importieren Strom, weil der Energieverbrauch hier oder was hier gebraucht wird und was hier erzeugt wird, das muss immer über in der heutigen Zeit. Das ist schiere Mathematik. Das sind Hochleistungscomputer, die das möglichst durchrechnen müssen. Die Wetterprognosen müssen möglichst genau sein. Das heißt, wir müssen nicht nur für heute Prognosen, was ist in der nächsten Stunde, wir brauchen eigentlich auch schon die Information, was ist morgen und übermorgen und was ist in 5 Wochen, hilft uns natürlich auch in der Planung. Das heißt, wir brauchen sehr viele und sehr genaue Wetterprognosen. Hier, diese Windräder, die müssen gesteuert werden. Die müssen in Wind gedreht werden. Wenn zu viel Strom im Spiel ist, wenn zu wenig Strom im Spiel, also Wind ist, dann müssen die Flügelstellungen geändert werden. Wie gesagt, der Kopf, der sich dreht, der Verteiler, der auch damit umgehen muss, ständig mit diesen veränderten Strommassen irgendwas zu machen. Das ist auch wieder Software. Das ist Hardware, das ist eine Anlage, aber darauf reguliert Software das Ganze. So, wenn die Sonne weggeht und der Wind weggeht, braucht diese Firma immer noch den Strom. Das heißt, in dem Moment wird dieses Kraftwerk dazu geschaltet. Das sind in der Regel Gaskraftwerke, Reservekraftwerke. Aber das muss ausbalanciert werden.
Wenn jetzt aber zu viel Wind da ist, nur wieder als Beispiel, wir haben viel Wind und viel Sonne, das heißt, die Strommenge, die von hier nach unten flutet, die ist übermäßig groß. Jetzt ist es natürlich gefährlich, dass wir hier in der Mitte so ein Kraftwerk haben, was vielleicht auch noch einspeisen würde. Das heißt, in dem Moment muss dieses Kraftwerk auf jeden Fall abgeschaltet werden. Nicht nur, weil wir sonst zu viel Strom haben, sondern auch, weil die Trasse das nicht hergibt. Das ist wieder Computertechnik, das ist Leitplanung, die da ist. So, und zeitgleich gibt es hier unten vielleicht noch, jetzt sagt ihr euch, was soll der Schwachsinn, warum soll jetzt da unten das Kraftwerk anlaufen? Weil eigentlich kommt doch viel zu viel Strom von oben. Aber das ist wieder wie ein Zusammenstoß, den man sich vorstellen muss. Jetzt erzeugt man quasi unten in dem Netz Strom, der diesen Stromfluss abbremst. Das ist also ein hochgradig aufeinander abgespieltes Mechanismus, der hier in diesen Leitungsteilen und Leitungsversorgern passiert. Und das ist wieder Software, die dazu geschrieben werden muss. Und die muss möglichst schnell sein, die muss in Echtzeit laufen. So, und wenn wir jetzt hier hingehen und sagen, dieses Ganze auszusteuern, natürlich, hier wird auch wieder Software eine Rolle spielen, weil jetzt nimmt der Wind wieder ab, jetzt nimmt der Stromfluss hier wieder ab, jetzt muss quasi wieder nacheinander diese Reservekraftwerke zu- oder abgeschaltet werden. Wir haben im Grunde genommen fast dieselbe Stromleistung, die wir mit Ökostrom erzeugen können, nochmal mit Reservekraft. Das ist so das Phänomen in Deutschland, dass wir zwei Energiesysteme uns parallel halten können. Deswegen ist unser Strom im Verhältnis auch teuer. Weil wir wollen natürlich mit möglichst viel Ökostrom agieren. Und nochmal, das ist auch richtig so. Aber wir haben keine Möglichkeit. Oder aber wir müssten in der Lage sein, ihn zu speichern. Und da ist unsere Industrie wieder gefragt, Lösungen zu entwickeln. Und so sehen wir im Grunde genommen an einem ganz einfachen Beispiel, dass hier Energieanlagenbauer mit im Spiel sind. Und zwar müssen das wirklich gute Ingenieure sein, damit wir die Zukunft überleben alle, die neuere, bessere Windräder bauen. Aber es funktioniert eben nicht ohne die Software, die im Hintergrund steht. Und Software, die in der Regel in C und C++ geschrieben ist. So, wir haben die Trassen, die gesteuert werden müssen, wo es, ich glaube, weit über 3 Millionen Zwischenfälle mittlerweile jedes Jahr gibt. Das hat sich exponentiell vermehrt, seitdem wir mit grünem Strom arbeiten, wo händisch teilweise eingegriffen werden muss in Regelprozesse, aber eben auch schon Software bestimmte Dinge steuert und macht und koordiniert. Das heißt, wir haben auch hier Software. Wir haben natürlich die Reservekraftwerke. Das sind natürlich keine Kohlekraftwerke, das sind in der Regel Gaskraftwerke. Warum Gaskraftwerke? Weil die einfach viel schneller anlaufen. In wenigen Sekunden den ersten Strom liefern können. Deswegen hier in der Regel Gaskraftwerke. Aber die müssen auch gesteuert und angepocht werden und entsprechend Dinge passieren. So, und das ist eine Konstruktion, die aus der heutigen Sicht eben nur mit moderner Software zu lösen ist und wo man auch nicht dran vorbeikommt. Nehmen wir uns ein anderes Beispiel. Ich lösche das wieder weg. Als ich klein gewesen bin, war das eine der Freuden. Meine Oma wohnte in der Nähe vom Bahnübergang und dann sind wir zu diesem Bahnübergang gelaufen und da fuhren auch noch ganz oft Dampfloks vorbei. Und da, wo ich aufgewachsen bin, war auch ein großes Bahndepot. Viele meiner späteren Mitschüler oder früheren Mitschüler, aber als ich des Kindes damals war die Schule ja noch Zukunft, sind dann später auch Lokführer geworden oder haben am Rangierbahnhof gearbeitet. So, aber da fuhren auch noch Dampfloks vorbei. Aber wir haben eben Schranken gehabt. Die haben wir heute noch, klar. Aber damals, so, da war hinten ein richtig schönes Ausgleichsgewicht dran. Und hier stand in der Regel so ein Häuschen, gerade am Bahnhof. Und das war das Stellwerk. Und in dem Stellwerk hat jemand gestanden und da waren hunderte von Hebeln an der Wand. Und Seilzüge. Und diese Seilzüge, wenn man mit der Bahn gefahren ist, hat man auch gesehen. Neben der Bahnstrecke waren die Seilzüge. Und mit diesen Seilzügen konnte man A, die Weichen schalten und B, die Signale schalten. Kurbeln und hat die Schranke hochgekurbelt, deswegen waren hier die Gewichte dran. So, und wenn der Zug wieder vorbeigefahren ist, dann ist er wieder rausgekommen und hat die Schranke wieder runtergekurbelt. Das ist die Eisenbahn, so wie ich sie kennengelernt habe. Diese Stellwerke, die Gebäude sieht man vielleicht heute teilweise noch. Teilweise sieht es aus wie in Kriegsruinen. Oft sind die Fenster zugenagelt, die dahinter stecken, weil die braucht heute keiner mehr. Das übernimmt heute der Computer für uns. Und auch die Züge werden im Grunde genommen eher durch Computer gefahren. Der ICE T von Siemens, der vor einigen Jahren ausgeliefert wurde, da hatte man damals, ist Vermutung, aber nehmen wir es mal an, es ist so gewesen,
das große Projekt, was ja mit Krauss-Maffei und mit Thyssen und anderen gelaufen ist, also der ICE2, dann irgendwann von Siemens übernommen, hat dann auch die Software komplett umgestellt, wahrscheinlich auch nicht mehr mit C++. Und dann hat sich herausgestellt, dass der ICE 6 Sekunden brauchte in der ersten Abnahme, um zu bremsen, bevor er überhaupt angefangen hat zu bremsen. Bei der Geschwindigkeit des ICEs natürlich ein gewaltiges Fiasko. Deswegen konnte der nicht abgenommen worden und stand lange in der Abnahme. Aber da hat man gesehen, dass das Bremsen eigentlich schon ein Softwareprozess gewesen ist. Das heißt, es wird zwar noch vom Lokführer gefahren, der auf den Knopf drückt, aber das Knopfdrücken ist schon ein Computerprogramm, was im Hintergrund braucht. Und wenn das nicht schnell genug ist, wenn das nicht gut genug ist, dann kann der ICE nicht schnell genug bremsen. So, und genauso werden die Schranken hochgefahren über Computerprogramme. Genauso werden die Signale geschaltet. Was dazu führt, dass man die Blöcke verkürzen könnte. Wenn vielleicht früher, ich sage mal jetzt ganz extrem, pro Stunde ein Zug auf einer bestimmten Strecke fahren konnte, fährt er heute in 10-Minuten-Takt. Das heißt, wir fahren ICEs heute in 30-Minuten-Takt auf der Ost-West-Verbindung zwischen Köln und Berlin, wenn das überhaupt reicht im 30-Minuten-Takt, wahrscheinlich noch viel schneller. Und nebenher fahren auch noch viele andere Dinge. Das ist natürlich nur möglich geworden, weil das heute Computer machen. Weil sowohl die Leitwerke, die Stellwerke, als auch die Züge, die kommunizieren, heute nur noch mit Computern arbeiten. Und die Schranken eben auch ausgelöst werden und über Computer entsprechend da das machen. Eine Sache, die gar nicht möglich wäre, wenn wir heute nicht Computerprogramme hätten, die sicherlich noch verbessert werden müssen. Weil auch hier sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir die Energiewende nur hinkriegen werden, wenn wir mehr Güterverkehr wieder auf die Bahn zurückbringen. Die Bahn hat sich runterreduziert auf den Teufel komm raus. Wir haben keine Schaffner mehr, wir haben keine Mitarbeiter mehr in Leitwerken, wir haben keine Bahnübergangswärter mehr, die noch mit der Kurbel die Schranke hochdrehen. Das alles hat die Kosten reduziert, hat aber auch natürlich viele Arbeitsplätze, einfache Arbeitsplätze freigesetzt. Und auf der anderen Seite macht uns natürlich wieder abhängig. Was ist, wenn wir keine Entwickler mehr haben, um diese Software entsprechend zu entwickeln? Was ist, wenn nicht genügend Software entwickelt wird? Welche Fehler hat eine schlecht ausgebildete Software? Und wenn Sie das Kernkraftwerk sich überlegen, wieder als Beispiel, was wir ja exemplarisch hier hätten hinzeichnen können, auch da Computerprogramme, was kann da ein Fehler für einen Einfluss haben? Aber das normale Leben funktioniert nicht. Wenn wir heute durch Berlin durchfahren, dann haben wir ganz viele Ampeln. Und wenn ihr mit Bluetooth-Kopfhörern in Richtung der Ampeln geht, dann fällt euch vielleicht auf manchmal, dass ihr Bluetooth-Verbindungsprobleme kriegt. Ihr könnt durch einen Park laufen, habt keine Probleme. Ihr könnt eine Straßenschlucht langlaufen, habt keine Probleme. Aber nähert ihr euch eine Ampel, dann kann ihr Headset plötzlich anfangen mit Resonanzgeräuschen. Das liegt natürlich auch daran, dass die Ampel auch Signale sendet und empfängt. Weil auch die Ampeln mittlerweile geschaltet werden über Computerprogramme. Der Verkehrsfluss soll optimiert werden, wenn irgendwelche Störungen sind. Auch vielleicht mal das Umprogrammieren eines Ampelflusses, weil da eine Baustelle ist, soll möglich werden. Das heißt, auch den Autoverkehr kriegen wir nur möglichst glatt durch. Und wenn man jetzt sagt, ja, aber die Autos wollen wir ja abschaffen, das bringt natürlich nicht nur was, die Autos abzuschaffen, sondern wir werden sie noch lange Zeit brauchen. Und es werden auch lange Zeit noch Verbrennungsmotoren sein. Nur wenn ein Auto in Berlin reinfahren würde und würde fast ohne zu stoppen mit einer vernünftigen Geschwindigkeit, nicht rasen, mit einer vernünftigen Geschwindigkeit zum Alexanderplatz kommen, dann würde es das Minimum an Abgasen und Feinstaub erzeugen. Also müssen wir auch da investieren und müssen steuern. Und so findet sich heute, ich hatte ja gesagt, Kunden von uns sind Maschinenbauer, große Maschinen, also wirklich große Maschinen. Und dann heißt es immer, ja, wir als Softwareentwickler da und die eigentliche Leistung wird immer von den Maschinenbauern gesehen, aber also von den Maschineningenieuren und das andere ist ja nur Software. Also man kann das immer wieder nur ansprechen, dieses nur Software. Aber die Maschine würde nicht mehr laufen ohne diese nur Software. Das heißt, der Maschineningenieur könnte die schönste Maschine entwerfen, die würde heute einfach nicht mehr laufen. Und Software kann eben auch nicht jedes Wunder vollbringen, sondern sie muss auf einen guten Grund aufgebaut sein, auf einem guten Fundament aufgebaut sein. Natürlich die böse Software, die wir immer sehen. Jetzt hat sich der Stift wieder verabschiedet. Das ist so mein Lieblingsteil. Zeichenbereich löschen. Gucken wir mal wieder. Ja, der hat sich wirklich verabschiedet.
Wir haben natürlich auch Börsensoftware, Hochgeschwindigkeitshandel. Wir haben auch Kunden, die wir da betreut haben, die tatsächlich handeln an der Börse, die mit Hochgeschwindigkeitssoftware entsprechend agieren. Hatte gesagt, wir kommen ursprünglich aus dem Bankbereich und Versicherungsbereich. Und da ist natürlich, sieht man noch stärker, was Software kann. So, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, dass die Software hier unten blinkt. Sie sagt, sie ist soweit durch. Die Installation wurde abgeschlossen. Schließen. Und gucken wir. Und Visual Studio steht uns auch schon wieder zur Verfügung und arbeitet. Das heißt, die Mitteilung hier ist aus. Und wenn ich hier auf Info übergehe, dann sehen wir, zeigt ihr mir das irgendwo an, was gerade installiert ist und wann die letzte Sache installiert ist. Das ist die aktuellste Version. Da mahnt nichts mehr an. So, und ich kann jetzt mit den neuen Eigenschaften arbeiten, die mir da zur Verfügung stehen. Ich hatte gesagt, wir wollten hier einfach mal gucken. Deswegen sage ich hier an dieser Stelle schließen, Datei, neues Projekt öffnen. Und hier als Vorlage gebe ich mal Qt ein. C++ für alle Plattformen. Und hier sehen wir eine Qt-Konsolenanwendung. Classlib, Active Server, Empty, Quick Application. Das, was mich interessiert, ist die WideGet Application. Und die nennen wir einfach mal Application 1 in der Hoffnung, dass sie noch nicht da ist. Und erstellen sie. Sollte natürlich diese automatischen Namen immer nicht freiweg verwenden. Und Sie sehen, dass sich hier der Applikationswizard von Qt schon meldet. Er fragt mich, mit welcher Version ich arbeiten möchte. Ich hatte das ja gesagt, ich kann standardmäßig viele Versionen installieren, kann hier für mein Projekt entscheiden, welche Version ich haben möchte. Ich kann sogar die Debug- und Release-Versionen unterschiedlich einsteuern und sage hier, für die Debug-Version möchte ich das haben. Und die Qt-Module Core, GUI und WideGet, die sollen auch gleich mit drin sein. Hier fragt er mich wieder nach Namen für die Hauptklasse, wie er die Dateien nennen soll, ob er da irgendwas beachten soll. Und wenn ich Finish drücke, dann habe ich mein Projekt. Wenn ich in den Projektmappen-Editor reingehe, dann sieht man, dass ich hier auch Form-Files habe, dass es hier eine Qt-WideGet Application 1.UI gibt. Und wenn ich jetzt hier einen Doppelklick drauf mache, dann öffnet sich der Designer. Das hier ist wirklich Qt. Das ist der Qt-Designer, der ist hier nur eingedockt innerhalb von Visual Studio, aber ich kann hier anfangen, jetzt mit diesem Formular Sachen zu entwickeln und zu machen. Und wie gesagt, gerade im hinteren Teil, wenn wir nachher auf C++ kommen und auf Anwendungen kommen, im zweiten Halbjahr, wird das sicherlich eine Rolle spielen, dass wir auch mit Qt Anwendungen erstellen, einfach um eine grafische Oberfläche zu haben. Und wie gesagt, bewusst Qt, weil jeder von euch auf den Plattformen, die er bevorzugt, das dann entsprechend einsetzen kann. So, das sollte zu dem ersten Teil sein. Wie gesagt, das ist einfach mal der Überblick über die Werkzeuge, mit denen wir arbeiten. Jetzt ist der Stift wieder da. Das ist immer wirklich ein Spaß. Anders kann man es fast nicht formulieren. Wann was funktioniert oder nicht. Also ich fasse das nochmal zusammen. Wir haben auf der einen Seite Visual Studio. In der Community Edition. Comuni, hier fehlt ein I. Wir haben Empagadero. C++ Builder. In der Community Edition, das heißt genauso, die beide jeweils frei zur Verfügung stehen, für Lehrzwecke ohnehin, ohne irgendwelche Einschränkungen für Einzelpersonen. Wenn es kommerziell wird, muss man genauer hingucken, aber darum geht es im Moment gar nicht. Wir haben Dev C++ in der Empagadero-Version. Dev C++ gibt es, wie gesagt, von mehreren. Es gibt auch ein Orville Dev C++ und das ist also dadurch, dass es mal Open Source gewesen ist, von vielen aufgenommen worden. Mit einem GNU-Compiler im Hintergrund, mit MingW. Diese sind alle mit C-Lang. Auch das ist eine große Open-Source-Gruppe, die von Google mit vorwärts getrieben wurde und von Apple, da Sachen zu machen. So, wir haben natürlich Qt
Ich schreibe mal bewusst Qt6, das ist die aktuelle Version. Man sollte nicht mit einer 5er Version, wenn man jetzt neu anfängt, Dinge machen, die natürlich auch mit dem MinQV daherkommt und dem Qt Creator und dem Qt Studio, wo eben die Möglichkeit besteht, kostenlos C++ zu machen und anzuwenden und zu nutzen. Und wie gesagt, solange Open Source und solange sie nicht unter diese Grenzen fallen, auch relativ gut. Und wir hatten uns angeguckt, Eclipse, C und C++ Sheen. Das sind die Entwicklungswerkzeuge, mit denen ihr diese Schulung quasi begleiten könnt. Vielleicht gibt es auch andere, wo ihr eine Sache habt, die verwendet wird. Solange sich das um Standard C und C++ handelt, wird es funktionieren. Und damit können wir auch hier verschiedene Plattformen bedienen. Wie gesagt, Visual Studio läuft unter Windows. Die ersten drei laufen nur unter Windows. Ich schreibe mal bewusst, das sind Windows IDEs. Also natürlich ist das Programm, was damit erstellt wird, mit dem Visual Studio, auch mit dem Empagadero C++ Builder, können natürlich auch andere Programme, andere Plattformen sein. Also hier wesentlich mehr als hier. Hier ist das sehr eingeschränkt. Hier haben wir eine relativ freie Auswahl zu sagen Linux, Mac, Android, iOS, Windows, natürlich Windows, Xbox, die uns entsprechend zur Verfügung steht und wir bestimmte Sachen machen können. So, und damit schließt sich der Kreis dann für heute. Ich begebe mich mal wieder vor das Hintergrundbild. Wie gesagt, es ging einfach darum, wie könnt ihr euch vorbereiten, was könnt ihr machen, was sollte man machen. Viele, die berufstätig sind, wir haben ja auch gesagt, dass wir uns an die Arbeitenden wenden, haben natürlich oft die Entwicklungswerkzeuge der Firma auch zu Hause im Zugriff. Viele Firmen haben auch solche Lizenzen, dass das Named-Lizenzen sind, dass die also wirklich der jeweiligen Person zugeordnet sind und die ihr zur Verfügung steht. Und da müsste man im schlimmsten Fall nur eine Vereinbarung mit der Firma treffen, dass man eben den Kurs darauf nutzen kann. In der Regel ist das noch nicht mal nötig, weil natürlich jede Firma davon profitiert, wenn man Weiterbildung macht. Und insofern könnt ihr das entsprechend vorbereiten, euch angucken. Wir werden dann auch, ich sag mal, nicht in der ersten und auch nicht in der zweiten Woche, aber dann relativ schnell in die praktischen Übungen kommen und eben auch Dinge machen, die um so schnell wie möglich Praxis zu machen, weil das ist eine ganz wichtige Sache. Programmieren lernt man nur durch Tun und nicht durch Hören. Insofern werden wir eben dann auch relativ schnell in die Praxis reingehen. Egal mit welchem der Entwicklungswerkzeuge ich euch das zeige, ist es in der Regel irrelevant für alle, also es kann von jedem anderen auch verwendet werden. Insofern freue ich mich auf die nächste Woche. Ich freue mich, dass es endlich losgeht mit Stoff, dass man endlich Nägel mit Köpfen macht, wie man so schön sagt. Und wir starten gemeinsam und wünsche euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende und nächste Woche Mittwoch ist dann der Spaß vorbei und das Lernen geht los. So.